Am Ende des Tages ist die Trompete nichts weiter als ein Werkzeug, um Musik zu machen. Und das wird gerne mal vergessen, weil wir Trompeter beschäftigen uns ja sehr oft mit Material, mit Mundstücken, mit Instrumenten, mit irgendwelchen Übungen, wie man noch lauter und höher und schneller spielen kann. Aber unterm Strich ist es so, man muss sich fragen, mit was berührt man die Leute? Und das ist nicht mit irgendwelchen Übungen, sondern mit Musik machen. Und am authentischsten und am berührendsten kann man Musik machen, wenn man selber davon berührt ist, wenn man das tut, auf was man Lust hat. Das ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl, wenn man merkt, dass man an einem Ziel angekommen ist, von musikalischen Weggefährten gelernt hat und am Ende es schafft, die Dinge zusammenzuführen. Vielleicht auch gerade mit dieser eigenen Sprache, mit diesem eigenen Cocktail, den man sich zusammengemischt hat, die Leute zu berühren. Und das ist auch eine wunderschöne Bestätigung für den Weg, den man gegangen ist als Musiker. Am Ende des Tages geht es um Musik. Das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen sollte.